Hallo Leute und willkommen zurück zu Dark Parables 4, der Orden der Rotkäppchen. Wir sind wieder ein Stück weitergekommen. Ist das eine Statue des letzten Nebelreichkönigs, bevor ein schreckliches Unheil offenbar jeden umgebracht hat? Dieser reizende Amor scheint ein kleines Saiteninstrument zu vermissen. Ach tatsächlich, warte. Und nu? Es scheint, als spielt dieser liebliche Amor eine Art Blasinstrument. Achso, ich muss die erst alle einsammeln. Dann habe ich dem ja erst eins gegeben. Was haben wir hier? Der Fischer hat seinen Fang verloren. Aber ich hätte noch einen Anker anzubieten. Was ist mit ihm? Die Beute des gerissenen Fuchs ist ganz flugs gestürmt. Da war mal ein Häschen drin. Auf der Tafel steht, Reichtum alleine siegt. Na, das bezweifle ich ein bisschen. Ah, da kommt der Anker rein. Geht die Muschel auf. Da ist der Fisch. Da ist der Fisch. Den Fisch, der Fisch. Der Fisch. Haha. Oh, für die Harfe habe ich nichts bekommen. Was habe ich hier? Heiligenschein. Ich weiß nicht, ob das dazu gehört. Ich kann von dort unten ganz schwach einige gedämpfte Stimmen hören. Zu wem gehören sie? Ich weiß es nicht. Der Kopf dieser Engelskleine scheint unbedeckt. Nanu? Diese himmlische Skulptur sieht aus, als sollte sie einen Gegenstand auf ihren Schultern tragen. Ach so. Jetzt aber. Bevor ich da reingehe, gucke ich aber. Ich brauche eine runde Scheibe. Aha. Wie zu erwarten war, ist die Tür zum Ballsaal abgeschlossen. Ich benötige den richtigen Schlüssel, um sie zu öffnen. Finde ich cool, diese Statue hier mit der Muschel, die sie trägt. Oh, ein Chamäleon-Objekt. Hey. Na gut. Dann gehen wir da mal rein. Wo sind wir denn hier? Oh, da sind die Rotkäppchen-Mädels. Es scheint, als seien die Rotkäppchen in diese Zelle eingesperrt worden. Ich muss sie irgendwie befreien. Eure Majestät, wir haben den Standort des Wolfsamuletts ausfindig gemacht. Wir eilen, um es einzusammeln. Ja, dann wimmeln wir mal. Ja. Irgendwie nicht so glücklich, was ich hier mache. Muss wohl doch ein bisschen gucken, was ich eigentlich sammeln will. So ein kleiner roter Stein noch. Das da und das da. So eine orangene Palette auch noch. Wo ist die denn da? Und jetzt dieses kleine Ding. Da. Jetzt haben wir eine Hirschscheibe. Das ist wohl die Scheibe für die Tür oben. Kann man ja auch die Hirsche direkt einstellen. Was haben wir hier? An der Vorderseite dieses Brunnens ist eine finstere, schädelförmige Vertiefung. Bitteschön. Das leere Steinbecken ist staubtrocken. Dieses einschüchternde Schlangengemälde irgendeine Bedeutung? Staubtrocken? Muss ich wohl noch was reinbringen? Are you alright? Sonst ist hier nichts. Was hat der arme Kerl bloß getan, um hier im Verlies angekettet zu werden? Er muss einen einsamen Tod gestorben sein. Ja. Ja, ich bin ja unterwegs. Oh, oh. Was war das für ein seltsamer, ominöser, schwarzer Nebel? Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Doch, ich glaube, das passt jemandem nicht, was wir hier machen. Ganz klar. Ganz klar. Ein Wimmelbild. Oh, und da war ein Wolf rechts, den wir gerade mal eben ignorieren. Ja. So. Zahnrad. Diverse Stangensachen. Noch so ein kleiner Totenschädel. Da. Und so ein Metallo-Ding. Da, noch eine Stange.
Habe ich alles? Nein, das ganze Zeug hier links noch nicht. Jetzt aber oder der Ring noch? Der ist noch nicht fertig. Und ich baue mir gerade einen Zellenschlüssel. Mal eben. Ja, wo ist ja denn der Ring? Da. Okay. Solange ich dieses rote Gewand trage, kann mich der Nebelwolf zum Glück nicht riechen. Wenn ich jedoch versuche, die Treppe hinaufzugehen, wird er mich definitiv aufspüren. Aha. Durch den einfallenden Mond erstrahlt die Rüstung mit leeren Händen noch viel mehr. Mengen an Schätzen wurden überall achtlos aufgestapelt. Wie konnte der König so ein Vermögen einsammeln? Mondlicht strömt durch die Decke und lässt die Rüstung in einem himmlischen Licht erleuchten. Da steht ein Brunnen mitten der Eingangshalle. Dient er einem bestimmten Zweck? Hier muss es ja noch irgendwas geben, oder? Naja, geben wir mal da draußen die Querflöte ab. Hier habe ich jetzt auch kein Chamäleon-Objekt gefunden gehabt. Nee? Du vielleicht? Nee, du bist ja ein Saiteninstrument. Du willst doch hier ein... Hä? Das ist doch ein Blasinstrument. Spiel doch die Flöte. Muss ich das verstehen? Oder der hier vielleicht? Ach so, seitwärts halten. Der soll die Flöte kriegen. Okay. Alles klar. Armband der Göttin. Dem fehlt ja auch was. Nee, dann gehen wir nochmal wieder zurück. Können wir ja hier die Schlüssel mal benutzen oder auch nicht. Aber Zellenschlüssel sind ja... Kann ich ja die Mädels rausholen. Ach, er hier wieder. Detective, I can help you unlock this cell door with the right keys. Die Zellenschlüssel ist ja klar. Das sind ja die Zellen hier, ich Dummi. Detective. Ja, dann mach du halt. Quick, we need to get out of the palace at once. We cannot, as my sisters are weakened from their capture. Leaving through the palace gate will draw too much attention, and the mist wolves will track us. Detective, there is another way to leave the palace. Through a magical portal. It is through this same portal that the Wolf Queen ambushed us. We will now use it to escape. Take this relic, the dragon blood, with you. See what else you can find while we sisters wait here. Very well then. I'll scout ahead and see what I can do. Voll das sexy Rotkäppchen Kapitel 4. Wir haben jetzt Drachenblut. Zum Glück ist keine der Schwestern ernsthaft verletzt. Sie sind nur alle erschöpft von der Tortur. Ach so. Eine Pfeil kann ich da aber anscheinend mitnehmen. Ich muss einen Fluchtweg für sie finden und so. Und ich darf wieder mal wimmeln. Dann wimmeln wir mal. So, ich suche so ein Muschelding, den blauen, nicht den blauen Stein, das da. So helle Teile finde ich immer sehr schwer. Sieht man irgendwie, ja, da sieht alles immer so gleich aus. Treff gerade gar nicht. Das da noch. So ein... Da, genau das habe ich gesucht. Und diesen kleinen, etwas bläulich-grünen Stein. Ist das der? Nee. Manchmal sind die Farben ja auch einfach dann anders im Bild als hier unten. Da.
haben wir auch das Kaninchen als Beute. Das ist ja supi. Ja, gut. Wieso konnte er sie eigentlich nicht selbst die Tür aufmachen? Warum brauchten wir ihn dafür? Naja. Ah, jetzt haben wir den Schlüssel, mit dem ich gerade eben rausgehen wollte. Natürlich. Das passt auch schon besser. Oh. Dieser wunderschöne Ballsaal ist formschön gestaltet. Ich hätte eigentlich ganz gern mal diese Balladen zu Ende gesehen. Die Königin... Ah, die gefallene Schwester 2 von 4. Die Königin der Wölfe muss eine der Portalkugeln mitgenommen haben. So konnte sie das Geheimversteck des Ordens angreifen. Um ein Portal zu öffnen, das in den Wald nahe des Geheimverstecks der Schwestern führt, werden folgende Elemente benötigt. Hä? Kommt jetzt mal was an? Drachenblut, Portalkugel, Mondlicht und der Nebelbrunnen. Was war jetzt hier noch? Die Königin Wusen muss einen der Portalkugeln, ja. Ja. Und dann kam da aber gerade noch ein Text. Na gut, dann nicht. Ich muss Ruth so schnell wie möglich von Theresas Schicksal berichten. Genau, das hatte ich noch nicht gelesen. Und noch ein Wimmelbild. Das sind jetzt schon einige hintereinander gewesen in diesem Part. Macht aber nichts. Beschwer mich nicht. Ist alles gut? Das Spiel gibt ja genug her dafür als Mischmasch. So, Ich suche so eine Kobra. Was ist denn die Kobra? Da ist die Kobra. Und das... Nee, das nicht. Das hier. Was ist das denn? Das da. Das. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch eins. Nehme ich mal einen Tipp. Na, wo soll das denn sein? Ach so, ja, okay. Stimmt. So. Jetzt habe ich die Schlangenstatue bekommen. Was haben wir hier? Weißes Juwel. Diese Damen und Herren müssen eine wundervolle Feier genossen haben, als sie plötzlich starben. Zum Öffnen dieser hölzernen Truhe benötige ich den passenden Gegenstand, den ich noch nicht habe. Verrottendes Essen lag unberührt auf dem goldenen Geschirr. Was für eine seltsame Kombination. Dieser wunderschöne Ballsaal ist formschön gestaltet. Diese bescheidene Engelschnitzerei sieht neben dem gemetzelten Ballsaal etwas fehl am Platz aus. Tja, so kann's laufen. Na gut. Wo war denn das jetzt nochmal mit der Schlange? Oh, er hier. Find me a poisonous arrow, so I can get rid of the Mistwolf. Ja, ich habe einen Pfeil, aber ich habe das Gift noch nicht. Oh, in der Mitte des Brunnens befindet sich ein leerer kreisrunder Sockel. Nö. Was kann ich denn dann hier machen jetzt? Skorpiontafel, Moment, dafür müssen wir ja ganz zurück. Ganz, 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 ganz zurück. Kann man einfach reisen? Nee, ich muss es selbst abklappern. Oh Gott. Nee, das war schon zu weit. Mussten wir nicht irgendwie links abbiegen? Nee. Jetzt bin ich ganz am Anfang. Nee, das ist dieses Pilzsymbol. Hier kommt man auch noch was. Portalkugel vielleicht? Weißes Juwel? Haben wir schon mal ausprobiert. Nee, das war doch aber nicht oben. Das war doch damals unten, das mit dem Skorpion. Aber vielleicht bin ich auch total falsch jetzt hier. Hallo, kleines Häschen.
glaube, ich habe mich vertan. Ja, aber hier fehlt ja auch noch was. Also es gibt ja noch Dinge zu tun. Dass die fehlenden Teile zusammen... Nee. Gar nichts davon passt anscheinend. Ja, auch die Kirche ist noch abgeschlossen. Also es gibt ja überall noch so Stellen, wo man was tun kann. Aber ich kann die mir auch echt nicht alle merken immer. Also, keine Ahnung. Find me a poisonous arrow, so I can get rid of the Mistwolf. Das Drachenblut dafür geht aber auch nicht und der Leim auch nicht. Ich weiß nicht, wo was mit dem Gift jetzt war. Muss zurück und dann runter. Und hier soll ich was machen können. Kann ich jemandem das geben und die machen das dann? Oh. Neue Parabel freigeschaltet. Oh. Sehr gut. Nehmen wir mal das Nebelreich. Aber das geht ja nicht. Und außerdem, wenn die da im Hintergrund quatschen, ist ja auch doof. Oh Gott, ich habe bestimmt nicht immer alle Parabeln eingesammelt. Wo weiß ich denn, wann es fertig, ob es fertig ist? Weil hier noch, hier fehlen noch welche dann, ne? Da sind 4 von 4. 1 von 4. 2 von 4. Ja, der Orden ist halt jetzt fertig. Aber wollen wir das schon? Oder wollen wir das Nebelreich? Ne, ein bisschen warten kann man ja noch. Die Frage ist, wo ich jetzt... Ich sollte da rüber. Aber... Ach, wegen der Schlange, genau. So. Kann ich hier was spielen? Lasse identische Spielsteine kollidieren und räume so das Brett. Indem ich sie kollidieren lasse. Wie jetzt? Und nun? Bin ich in der nächsten Runde, oder wie? Identische Spielsteine kollidieren vor allem. Ach so, dann muss ich die hier irgendwie... Ja. Da tut sich dann nicht viel, alles klar. So ist der Rote schon mal da. Na, das ist ja doof. Jetzt kriege ich den Roten ja gar nicht mehr weg. Ich dussel. Aber das kann man ja nochmal machen. So. Da passiert dann nichts. Okay, die gehen dann nur aneinander. Das wollte ich auch wissen, ob wenn man die zusammenprallen lässt. Ach, die gelben sind ja aufeinander geploppt. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, die beiden schon mal wieder. Sehr schön. Und jetzt? Was mache ich mit dem? Das ist ja doof. Wie kriege ich den denn jetzt da raus? Die anderen haben ja gut funktioniert. Nur ich krieg den nicht raus. Und den kann ich nur hin und her schieben. Ach, wie ärgerlich. Sonst hätte ich das ja jetzt. Ja, also nochmal. Scheiße. Muss man voll aufpassen, dass man die nicht in diese Ecken bringt. So. Und die schon mal irgendwie woanders. Beide sind übereinander, aber die gehen nicht. Ja. Das.
geht nicht, weil sie nicht aufeinander ploppen. Machst jetzt ja auch wieder ganz anders als gerade eben. Den roten da nicht mal weg. Und den blauen eigentlich auch. Aber ich will hier unten nicht wieder drücken. Dann, das ist so schwierig dann. Jetzt sind die untereinander. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Jetzt sind die eigentlich aufeinander geploppt, aber nicht wirklich. Anscheinend. Das zählt nicht. Oh Mann, oh. Blöd irgendwie. Wenn ich da wieder einen runterschicke, den kriege ich ja nie wieder aus der Ecke raus. Da muss man echt aufpassen. Keine Ahnung, ob das hier überhaupt funktioniert. Den kriege ich ja weg wieder. Den auch. Ich muss nur mal den roten irgendwie wegkriegen. Aber die bleiben ja nie in der Mitte stehen. Und hier kann ich keinen runter machen. Das ist echt kacke. Ja, das macht Spaß. Den roten auch nochmal weg. Kann man die so fröhlich hin und her schieben. Wenn ich den blauen jetzt auch noch weggekriegt hätte, aber nee. Aber nee. Und die gelben aufeinander, das ist doch eigentlich gut. Aber ich könnte den nach oben machen und... Ja, das geht ja von der Seite auch, stimmt. Könnte man so vielleicht sich vorarbeiten. Wie habe ich das gemacht? Stimmt, ich habe die da runtergeschickt, ne? Aber jetzt kann ich die nur wieder hin und her machen, oder was? Aber wenn ich die jetzt runter mache, kriege ich doch nie wieder raus. Das ist doch voll blöd. Doof. Hier geht das gar nicht. Ich muss das ja machen. Ich krieg ja sonst nichts mehr raus. Aber der bleibt da jetzt nicht stehen. Oh, ist das doof. Oh, jetzt habe ich dasselbe Problem wie gerade eben. Wie mache ich das denn? Das mit den letzten beiden vor allem. Ich werde es im nächsten Part versuchen. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.